Du willst in deinem Heimnetz irgendeine Art von Server betreiben, zum Beispiel einen Minecraft-Server, einen VPN-Server oder du hast Dateien in deinem Heimnetzwerk abliegen und möchtest natürlich auch aus dem Internet darauf zugreifen. Oder wenn du zum Beispiel einen Minecraft-Server hast, willst du ja auch deine Mitspieler einladen zum Spielen. Aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht und du bist dir nicht ganz sicher warum oder hast vielleicht schon was gelesen, was DS Lite oder Carrier Crate NAT angeht und bist dir jetzt völlig unsicher, was hier los ist. Das erkläre ich dir. Also wir haben zwei Teile jetzt im Video. Im ersten Teil erkläre ich dir, warum diese Verbindung nicht funktioniert und im zweiten Teil habe ich hoffentlich eine Lösung für dich. Das hängt allerdings davon ab, ob dein Provider die unterstützt oder nicht. Wie wird jetzt klassischerweise so eine Verbindung aussehen? Und wahrscheinlich hast du dich ja schon ein bisschen eingelesen und hast gelesen, dass man sich über eine IP, über eine öffentliche IPv4 ins Heimnetz verbinden kann. Dazu braucht man dann vielleicht noch sowas wie dünn-DNS, das ist jetzt aber gar nicht so richtig das Thema hier. Und du bist auch auf deine Fritzbox gegangen und hast da irgendwie gesehen, du hast eine IP im Internet oder eine IPv4 im Internet und wunderst dich, warum das Ganze jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also, ich tue jetzt mal so, als möchte ich auf einen File-Server zu Hause im Heimnetz zugreifen. Das wäre aber das gleiche, ob ihr jetzt einen VPN oder irgendeinen Spieleserver betreibt. Ich würde immer VPN empfehlen, weil man da nur einen Port aufmachen muss. Aber ist jetzt auch egal, welcher Dienst da im Heimnetz läuft. Links oben ist mein Smartphone, das will sich jetzt übers Internet also zu meinem File-Server verbinden. Schauen wir uns mal an, wie die Verbindung dann funktioniert. Ich gebe also meinem Handy diese IP von meiner Fritzbox mit und einen Port. Die IP ist ja eindeutig meiner Fritzbox zugeordnet, wenn ich eine öffentliche IPv4 habe. Es gibt also nur einen Kunden auf dieser Welt oder einen DSL-Kunden oder Internetkunden, dem diese IPv4 gehört. Dann kann ich mich auf die Fritzbox einloggen und sagen, naja, ich mache eine Portweiterleitung. Alles, was da jetzt auf Port 5100 reinkommt, das ist gedacht für dieses Gerät. Ist eine Portweiterleitung oder Portfreischaltung. Und das hast du vielleicht auch schon gemacht und wunderst dich jetzt, warum hier irgendwie nichts funktioniert so richtig. Was hier passiert, ist die Network Address Translation, weil ich habe ja im Internet diese 83er IP und im Heimnetz diese 192er IPs. Und trotzdem kann ich von außen mit dieser 83er IP ja auf Geräte in meinem Heimnetz zugreifen, die sich quasi hinter diesem Router verstecken. Und das erledigt dann die Magic of Network Address Translation. So wird ein Setup aussehen, in dem alles funktioniert, aber wir haben ja genau das Problem, dass nichts funktioniert. Und deshalb müssen wir mal über DS Lite und Carrier Crate NAT reden. Wie funktioniert das? Nun gehört diese IP-Adresse nicht mehr eindeutig einer Fritzbox bzw. einem Kunden, sondern die verteilt sich jetzt auf, in meinem Beispiel, auf drei Fritzboxen. Und wie weiß jetzt dieses Gerät von meinem Provider, also das ist quasi bei 1 und 1 in meinem Fall, da drauf läuft dann Carrier Crate NAT und DS Lite, woher soll der denn wissen, welche Anfrage für welche Box gedacht ist? Ja, richtig, gar nicht. Also wenn ich jetzt die 5100 wieder als Port nehmen würde, ja, was will er damit anfangen? Zu welcher Fritzbox soll das denn gehen? Das weiß der gar nicht. Dieses Carrier Crate NAT bzw. DS Lite ist dann gut, wenn ich nach außen ins Internet spreche, also ich möchte eine Website aufrufen und die Verbindung von innen nach außen aufbaue, dann habe ich damit gar kein Problem. Wenn ich jetzt aber von außen, also vom Internet, nach innen in mein Heimnetz kommunizieren möchte, dann habe ich da ein Problem. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist das sogenannte Port Control Protocol. Das ist ein Protokoll, das muss eure Fritzbox unterstützen, also euer Router. Gute Nachricht, die Fritzboxen können das. Jetzt ist halt die Frage, kann es euer Provider? Ob er das kann, schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns jetzt erst an, wie es funktioniert. Die IP-Adresse gehört ja jetzt immer noch meinem Provider und nicht mehr der Fritzbox. Dafür sagt jetzt mein Provider, jeder Kunde kriegt von mir 20 Ports freigeschaltet. Und die sind fest einem Kunden zugeordnet. Ich habe jetzt hier drei Kunden genommen und wenn man genau hinguckt, sieht man, okay, diese Ports sind eindeutig dem Kunden zugeordnet. Sollte jetzt also eine Anfrage auf den Port 5100 reinkommen, ist ziemlich klar, für welchen Kunden das gedacht ist. Nämlich hier oben für den. Kommt jetzt eine Anfrage auf Port 5130 rein, dann ist es für den Kunden ganz unten gedacht und so weiter. Wie würde jetzt also hier diese Verbindung aussehen? Ich würde jetzt in meinem Handy wieder diese 83er IP eintragen als Ziel, zum Beispiel bei WireGuard, und würde dann mich damit ins Internet verbinden. Und es ist ja auch eindeutig, diese IP gehört meinem Provider, also wird mein Provider angefragt auf dem Port 5100. Und dann sagt mein Provider über das Port-Control-Protokoll, ha, wem gehört denn dieser Port? Ach, dem Kunden da. Dann schicke ich die Anfrage einfach mal da oben hin. Und das ist ja auch passiert und jetzt kann ich intern wieder an einen anderen Port gehen, deshalb ist der 5100 hier auch rechts im Grün.
Das ist dann wieder egal, welchen ich dann nehme. Aber wenn ich von außen aus dem Internet angesprochen werde, kann ich jetzt nur diese 20 Ports verwenden. Die sind nämlich mir exklusiv von meinem Provider zugeordnet. Das heißt, die IP ist nicht eindeutig, der Port ist auch nicht eindeutig, aber die Kombination aus dieser IP-Adresse und diesem Port ist dann wieder eindeutig einem Kunden zugeordnet und die Verbindung kann funktionieren. Okay, das war jetzt quasi erstmal die Theorie. Was haben wir für ein Problem? Warum funktioniert die Verbindung nicht? Wir schauen uns jetzt mal an, wie ich in der Fritzbox sehe, ob ich überhaupt hinter DS Lite sitze. Dazu kann ich unter Internet auf diesen Online-Monitor gehen und da steht dann bei Internet IPv4 sowas wie DS Lite Tunnel dabei. Bei mir steht jetzt aber auch noch dabei, genutzter PCP-Server. Und das ist ja für mich erstmal eine gute Nachricht, denn damit sehe ich, oh, das Port-Control-Protokoll ist offen. Und wenn ich jetzt einen Port freigeben will, dann gehe ich wie immer unter Freigaben und lege eine Portfreigabe an. Und wenn ich dann eine anlegen will, dann sehe ich hier unten sowas wie extern verfügbare Ports für IPv4. Und das sind genau die Ports, die mir jetzt mein Provider zugeordnet hat. Die handelt die Fritzbox mit meinem Provider aus, die muss ich nicht festlegen, ich muss dafür nichts tun. Ich sehe dann direkt nur bei der Portfreigabe, dass ich eben nur diese nutzen kann. Und die Fritzbox erlaubt mir auch gar nichts anderes jetzt hier bei dem externen Port einzutragen. Dann kommt einfach eine Fehlermeldung. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also das ist alles, was sich ändert. Man kann diese externen Ports halt jetzt nur noch aus dieser Range nehmen. Und wenn ich zum Beispiel meine WireGuard-Konfiguration anlege, dann wird automatisch ein Port aus der Range genommen. Im Zweifel merke ich gar nichts davon, dass ich in der PCP sitze oder einen DSL-Tunnel habe, denn ich spreche ja nach wie vor meine IPv4 an. Den Port legt die Fritzbox irgendwie fest, ohne dass ich dazu was eingebe bei WireGuard und die Verbindung funktioniert einfach. Also gute Nachrichten für alle 1&1-Kunden hoffentlich, also ich hoffe, dass es alle betrifft. Entweder ihr habt eine öffentliche IPv4 von denen bekommen und könnt das einfach nutzen und braucht hier diesen PCP-Kram gar nicht. Oder ihr nutzt halt einfach PCP und das könnt ihr ja erkennen, habe ich euch ja gezeigt, hier an diesen Optionen, die Fritzbox euch dann zur Verfügung stellt. Für mich eine echt gute Nachricht, ich kann jetzt endlich meinen WireGuard wieder über IPv4 nutzen und bin erstmal glücklich. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr in eurer Fritzbox auch schon entdeckt habt, dass ein PCP-Server genutzt wird. Ich habe das jetzt wirklich erst gerade entdeckt, sozusagen ganz frisch in 2024. Ich bin auch nicht sicher, seit wann das überhaupt geht, denn es gibt dazu keine richtige Erklärung von 1&1. Also wäre mal echt spannend zu wissen, ja, wie es bei den anderen Kollegen aussieht, ob ihr dann auch PCP habt oder ob ihr noch irgendwie öffentliche IPv4-Adressen habt. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Vielleicht kriegt man da so ein Stimmungsbild, wie gerade die Provider noch ihre IPs rausrücken.